Erinnert ihr euch noch an folgende Aussage? Das würde ich tatsächlich auch gerne mal testen, das Gehäuse. Das scheint actually gar nicht so schlecht zu sein, vor allen Dingen mit dieser Meshfront, ihr habt da schön die Glasscheibe und so. Das sieht eigentlich recht gut aus. Und so soll es jetzt auch sein. Krotus war so nett, hat mich angeschrieben, hat gesagt, hey, wenn du das Ding mal testen willst, dann schicken wir dir das gerne mal zu zum Testen. Jetzt habe ich es auch hier stehen, dann könnt ihr euch mal ein Bild davon machen. Und das Coole ist, er hat noch dazu gesagt, naja, wenn du jetzt die ganzen Folien natürlich abziehst und so weiter, dann können wir das eh nicht mehr verkaufen und von daher darf ich das jetzt auch an euch verlosen. Das heißt also, schreibt wie immer einen Kommentar unten im Kommentarbereich. Ich werde das dann bei mir im Livestream innerhalb von 2 Wochen auslosen, werde das natürlich dann auch im Kommentarbereich nochmal bekannt geben und derjenige soll mich dann auf Discord einfach kontaktieren. Und wie immer, gar nicht lang schnacken, wir nehmen uns jetzt die Kamera und schauen uns das gute Stück hier mal an. Was ich persönlich cool finde, wir haben hier vorne eine Meshfront, da stehe ich ja allgemein schon mal drauf, aber hier oben haben wir kleinere Löcher, das läuft dann in größere über, geht dann wieder in kleinere und dann wieder in größere und hier unten haben wir dieses XPG-Logo. Was ich aber eigentlich klasse finde, man kann die einfach magnetisch abnehmen und die ist aus Metall. Das ist jetzt hier kein Plastik, das ist richtig Metall und wird magnetisch gehalten. Ihr habt hier oben diese magnetischen Haltepunkte, beziehungsweise 8 Stück an der Zahl in der Mitte auch. Und dann habt ihr das Teil direkt in der Hand. Und was ich dann auch noch cool gelöst finde, ihr habt hier vorne auch so einen Filter, den finde ich aber ein bisschen klein irgendwie. Ich hoffe, da kommt genug Luft durch, aber sollte eigentlich passen soweit. Man kann das hier oben jetzt einfach rausnehmen, wird einfach rausgeschoben und dann habt ihr das in der Hand. Das ist jetzt Kunststoff. Das wundert mich auch nicht, weil eben hier auch diese Löcher aus Kunststoff sind, ist ja klar. Aber das ist extrem cool gelöst, wenn ihr die mal sauber machen wollt. Einfach nach oben hin rausziehen und mit dem Staubsauger drüber gehen und dann passt das. Hier haben wir auch schon einen Lüfter, hinten ist auch noch einer verbaut. Ich hätte es cooler gefunden, wenn wirklich 3 drin gewesen wären, in der Front zumindest. Dann vielleicht sogar noch RGB beleuchtet, aber hier ist das jetzt nicht der Fall. Ihr könnt euch natürlich jetzt, was weiß ich, 3 Arctic P12 oder so nehmen und die hier vorne reinschrauben. Oder 240er, das würde auch noch gehen. 340er passt hier leider nicht. Was die Seitenscheibe hier angeht, haben wir ganz normale Glasseitenscheibe. Die wird hinten mit 2 Schrauben gehalten. Das hier ist der Lüfter, von dem ich gesprochen habe. Das ist tatsächlich sogar ein RGB-Lüfter. Was ich auch gut finde, wir haben wieder gummierte Kabeldurchführung. Gerade bei so einem günstigen Gehäuse keine Selbstverständlichkeit. Ist nur eine Kleinigkeit. Ich achte gerne drauf, weil das versteckt die Kabel im Hintergrund noch so ein bisschen. Ansonsten ist die Aussparung hier auch groß genug, dass ihr die Backplate wechseln könnt. Sagen wir jetzt mal, ihr würdet tauschen von einem Luftkühler zu einer Wasserkühlung. Dann könnt ihr da ganz gemütlich hinten die Backplate abmachen, ohne das ganze Mainboard rausbauen zu müssen. Hier passen übrigens Luftkühler bis 165 mm rein. Ansonsten haben wir noch dieses Logo hier vom Hersteller. Hier ist eine Aussparung, um das Netzteil sichtbar zu machen. Ist ganz interessant, zum Beispiel bei Asus Thor. Bei diesen Netzteilen ist ja manchmal so ein Display, was den Verbrauch anzeigt. Und das könnt ihr euch dann auf jeden Fall anzeigen lassen. Und was ich auch ganz schön finde, wir haben schraubbare Blenden. Das ist nicht selbstverständlich, das Ding hier kostet 75 Euro, selbst Shakun schafft es nicht bei 75 Euro schraubbare Blenden reinzumachen oder sie liefern halt nur 2 Stück mit, die irgendwie schraubbar sind. Hier sind sie alle komplett schraubbar, finde ich gut. Die Rückseite hier ist auch einfach nur wieder mit so 2 Schrauben befestigt. Und hier haben wir jetzt die Rückseite, ihr seht schon, Kabelmanagement technisch echt nicht viel los, erwarte ich aber bei dem Preispunkt auch nicht wirklich. Ihr habt hier so ein paar Ösen, wo ihr jetzt Kabelbinder reinmachen könntet, aber das war es dann halt auch. Hier haben wir noch 2 Plätze für 2,5 Zoll SSDs. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Von vorne kommt hier so ein RGB-Kabel. Es kann sein, dass die Front hier auch beleuchtet ist. Das werden wir gleich sehen. Und hier unten haben wir noch den Netzteilschacht mit ein bisschen Schaumstoff, damit das Netzteil, wenn es schwingt, nicht alles auf das Gehäuse überträgt. Und das Zubehör, das schauen wir uns auch gleich an. Übrigens kann man den Schacht hier, wo jetzt das Zubehör drin war und wo eigentlich eine HDD reinkommen soll oder eben eine SSD, den kann man versetzen. Ein Stück nach links, ein Stück nach rechts. Einfach nur, wenn das Netzteil hier zu lang wird oder die Kabel zu steif sind, könnt ihr das einfach hier rübersetzen. Funktioniert. Was das Zubehör angeht, haben wir hier ein paar Kabelbinder. Das ist Standardware. Dann hier noch die üblichen Schrauben für Mainboard und Netzteil und so weiter. Das hier finde ich auch interessant, dass sowas noch mitgeliefert wird. Das ist ein Speaker. Wenn euer Mainboard keine Debug-LED hat und nicht anzeigen kann, woran es liegt, ob der RAM jetzt ein Problem hat oder irgendwie der Prozessor, dann gibt der ein Codesignal aus, sagen wir jetzt mal 2x kurz, 1x lang und dann habt ihr zum Beispiel ein RAM-Problem. Das habe ich jetzt aus der Luft gezogen, aber so funktioniert das halt. Und dass das hier mit dabei ist, finde ich auch interessant. Das scheint ein Vertical Mount für eine Grafikkarte zu sein. Zumindest hier die Anschraubpunkte. Also, wenn ich mir das jetzt so vorstellen kann. Ja, definitiv. Kann man Grafikkarte vertikal einbauen. Ihr braucht natürlich dafür ein Riser-Kabel, das ist nicht mit dabei. Aber ich finde schon mal cool, dass das mit dabei ist. Und bevor ich es vergesse, kommen wir mal eben auf die Anschlüsse zu sprechen. Wir haben hier den Ein- und Ausschalter. Wir haben hier den Reset-Knopf, RGB-Einstellungsknopf. Dann haben wir eine Kombibuchse für Mikrofon und Kopfhörer und 2x USB 3.0. Auch Standard. Kombibuchse finde ich gar nicht mal so geil. Eine getrennte wäre cooler gewesen. Aber so ist es jetzt halt. Und hier oben haben wir auch noch einen magnetischen Staubfilter. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr eine Wasserkühlung oben reinbaut, lasst ihn einfach weg. Der behindert nur den Airflow.
Und ich würde sagen, ich fange jetzt an, in dem Teil zu bauen. Wenn mir irgendwas auffällt, mache ich wie immer die Kamera wieder an. Also ich habe ihn jetzt soweit fertig gebaut. Es gibt einige Themen, jetzt nichts Weltbewegendes, aber es gibt einige Themen. Unter anderem den Abstand hier. Da haben wir ungefähr 2,5 cm, wenn man sich jetzt noch hier diesen Deckel mit vorstellt. 2,5 cm bei Kabeln wie dem hier zum Beispiel, die Mainboard-Stromversorgung, da wird das ein bisschen eng. Also man muss schon ein bisschen quetschen. Das funktioniert, keine Frage, aber es geht halt besser. Was ich wiederum gut finde, wir haben hier RGB-Verteilerkabel, 5 Volt ARGB, also der Lüfter hinten leuchtet und irgendwas in der Front, ich denke wirklich diese Seitenlinien, kann man dann noch einstellen mit der Software von einem jeweiligen Mainboard-Hersteller oder Signal-RGB, könnt ihr euch aussuchen. Und wir haben einen DC-Lüfterverteiler mit dabei. Denn diese Lüfter, die hier mit dabei sind, die sind DC gesteuert. Also es sind keine PWM-Lüfter. Ihr könnt die Geschwindigkeit regeln anhand der Stromstärke, aber sie sind halt nicht so fein regelbar, wie es jetzt bei teureren Lüftern der Fall wäre. Was man auch noch erwähnen sollte, die Abstandshalter für das Mainboard sind nur vorgeschraubt für Micro-ATX. Ich musste jetzt also die 3 äußeren Schrauben auch noch mit dahinter packen, also diese Abstandshalter, damit ich mein ATX-Mainboard da reingebaut kriege. Ihr könnt es natürlich auch mit Micro-ATX verschrauben, nur dann kriegt ihr hinterher Probleme, wenn ihr diesen dicken Stecker zum Beispiel abmachen wollt, biegt sich das ganze Mainboard, das wäre dann blöd. Also bevor ich jetzt zu diesem Punkt hier komme, diese Abstandshalter für das Mainboard liegen natürlich dabei. Ne? Macht euch da keine Gedanken, also ihr müsst die nicht extra kaufen, die liegen dabei, müsst ihr halt nur extra reinschrauben, das möchte ich damit sagen. Hier haben wir jetzt eine Kabeldurchführung für die Grafikkartenstromkabel und das finde ich gut. Das Thema hatten wir auch schon beim Endorphi Arc 700R, weil da war auch so eine Aussparung. Die war aber, glaube ich, sogar gummiert. Die hier ist nicht gummiert, aber ist egal. Es ist auf jeden Fall ein Loch da, dass ihr nicht das Kabel so blöd von hinten reinlegen müsst. Wir hätten hier potenziell noch diese große Aussparung. Die ist aber eher für Wasserkühlung gedacht, weil eine Wasserkühlung steht immer weiter vor, weil der Radiator noch dazwischen ist. Aber ja, diese Aussparung ist auch da, sollte auch locker passen. Übrigens gibt der Hersteller eine maximale Grafikkartenlänge von 350 mm an. Das gilt aber nur, wenn ihr diesen Lüfter da rausschraubt. Also wenn er drin ist, habt ihr noch 340 und dann ist auch Schluss. Das hier ist jetzt eine 6700 XT von Asus Dual, die passt da rein. Längere Grafikkarten wird schwierig, ansonsten müsst ihr den Lüfter hier vorne rausbauen und dann ist der Airflow halt nicht mehr so gut gegeben. Ich meine, ihr werdet jetzt nicht bei einem 75-Euro Gehäuse eine 4090 reinbauen. Ich hoffe es zumindest nicht. Es gibt Anbieter, die machen das. Aber nein, lasst es. Hier wird es auf jeden Fall nicht passen, wenn sie zu lang ist. Ich habe jetzt hier einen Luftkühler genommen von Endorphi. Man kann auch eine Wasserkühlung oben einbauen, eine 280er maximal. Reicht vom Abstand eigentlich ganz locker. Ich messe es lieber jetzt gerade nochmal. Also bis zu den Spannungswandlerkühlern sind es 55 mm. Dürfte dann also passen. Bevor ich es vergesse zu erwähnen, unten drunter ist auch ein Staubfilter. Das Ding ist einfach, das ist nicht so ein reinschiebbarer, dass man da gut rankommt, sondern man muss die Kiste wirklich umlegen und den dann hier oben aus diesem Bügelchen rausholen. Finde ich nicht so schön gelöst, weil wann dreht man mal den ganzen Rechner um? Da hätte ich lieber so eine Schublade gehabt. Das wäre gut gewesen. Packen wir die Scheibe hier wieder drauf und dann machen wir die ganze Kiste mal an. Oha, das sieht ja richtig gut aus. Also, ja, auf der Kamera kann man das jetzt nicht so gut zeigen. Ne? Ich versuch's mal. Schaut mal, hier so ein Farbverlauf. Finde ich gut. Ja, wie fängt man das jetzt mit der Kamera so ein, dass das so richtig gut rüberkommt? Das ist ein richtig schöner Farbverlauf hier. Das seht ihr leider nicht so gut. Ich sehe es ja hier auf dem kleinen Bildschirm von der Kamera. Das ist wirklich gut unterteilt. Das ist nicht so eine billige LED oder so, sondern das ist ein richtiger Streifen, richtig fein unterteilt. Wie diese Goovy-Lampen, kennt ihr die? Von Goovy, die man da zum Beispiel, ich habe sie bei mir unter der Heizung. Sieht echt gut aus. Und der Lüfter hier hinten macht jetzt natürlich den gleichen Effekt. Ich weiß gar nicht, kann ich mit dem Knopf das jetzt oben durchschalten? Ja, Tatsache, jetzt ist er aus. Ah ja, nur rot, grün, blau. Ja, jetzt geht das schon wieder los. Ne? Ich weiß, euch nervt das, aber ich zeige es euch trotzdem. Gelb, weiß, orange, nochmal blau. Ja, und das Gleiche macht natürlich auch die Front. Ja, die ist jetzt genauso am rumtüdeln. Ihr seht das. Und ihr habt jetzt natürlich noch ein Kabel übrig. Das könntet ihr an einen weiteren Verteiler anschließen. Und sagen wir jetzt mal, ihr hättet irgendwie 5 oder 6 Lüfter jetzt im Gehäuse, haben die alle den gleichen Effekt. Ich zeige es euch eben noch ein bisschen weiter hier. Das sind noch die Farben, die so mit dabei sind. Wie gesagt, so ein Arctic P12 könnt ihr jetzt hier oben zum Beispiel reinschrauben und dann habt ihr die gleichen Effekte. Hier ist wieder dieser feine Verlauf und wieder aus. Okay, so viele sind das gar nicht. Aber ja, ist gut, dass es dabei ist. Da wären wir auch schon wieder beim Fazit. Ich weiß, das war jetzt kein so umfangreiches Video, ist halt auch nur ein 75-Euro-Case.
Aber mir ist jetzt nichts aufgefallen, was irgendwie gravierend wäre. Das unten mit dem Staubfilter fand ich ein bisschen blöd und dass die Schrauben nicht vorgeschraubt waren für Full-ATX. Aber ansonsten macht es eigentlich einen ganz guten Eindruck. Vor allen Dingen haben wir auch eben vorne eine Metallfront. Finde ich auch gut. Kein blödes Plastik oder so. Die kann man abnehmen, magnetisch. Finde ich alles klasse an dem Ding. Hätten ein paar mehr Lüfter sein können. Aber bei 75 Euro, ja gut, klar, die hätten jetzt noch irgendwelche 20 Cent Lüfter da reinschmeißen können. Es ist schon okay so. Wenn ihr selber welche reinbaut, ist es da eh egal. Und bevor es wieder Schimpfe gibt, ich habe letztes Mal vergessen, das Case zu messen, mache ich das jetzt noch. Wir haben eine Höhe von 48,5 cm, eine Tiefe von 21,5 cm und eine Länge von ungefähr 40 cm. Müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ihr habt hier noch die Schrauben, ne, dran denken. Es gibt halt Leute, die scheinbar immer noch PCs in diese komischen Schreibtischkästen reinstellen und dann wollen die das wissen und von daher habe ich es auch einfach mal ausgemessen. Also wie gesagt, wenn ihr das gewinnen wollt, ist jetzt das Review-Sample. Habe ich schon drin gebaut, sind aber keine Kratzer oder so drin. Wenn ihr damit cool seid, macht gerne mit. Bitte nur Leute aus Deutschland, nach Österreich und so weiter, ist der Versand zu teuer. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, hey, ich will das haben, ich übernehme den Versand, gut, können wir auch machen. Aber wie gesagt, schreibt einen Kommentar. Ich werde auch eine Person dann auslosen und nicht einfach nur Hallo oder so, sondern schon einen vernünftigen Text zu dem Review, dass ich auch mal eure Meinung habe, was ihr von dem Case haltet. Ich persönlich finde es gut. Für den Preispunkt hätte auch nicht teurer sein dürfen, aber soweit ist eigentlich ganz okay. Und dann vielen Dank nochmal an Krotos, der mir das Gehäuse bereitgestellt hat. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin auf Wiedersehen und ciao, ciao.